Ja, ihr Lieben, die Nacht war ganz gut. Es hat heute Nacht ein bisschen geregnet und gestürmt. Da habe ich echt gedacht, mein Zelt fliegt weg. Jetzt bin ich hier vorne ein bisschen in zum Toilettenhäuschen, nenne ich es mal. Hier gibt es Tische und hier werde ich jetzt mal einen Kaffee kochen. Und ich habe jetzt hier meine Tasse schon stehen. Da und hinterm Haus, weil es da windstiller ist, habe ich meinen X-Boil hingestellt, um mir heißes Wasser zu machen. Ja, und hoffe, dass der bald fertig ist. Wenn ich nämlich Kaffee getrunken habe, wenn wir dann nämlich losziehen. Ja, die Mandy ist schon fertig, die war heute Morgen auch schon relativ früh wach und ist dann aufgestanden. Ich war um 3 Uhr wach bis 4 oder halb 5, weil das so gestürmt hat, ich immer wieder Angst hatte, dass mein Zelt wegfliegt. Und bin halt wach gewesen. Bin dann erst wieder eingeschlafen, von daher habe ich etwas länger dann geschlafen heute Morgen. Ja, aber das ist kein Problem. Wir werden jetzt hier zusammen hier noch sitzen. Wahrscheinlich werde ich meinen Kaffee trinken. Die, weiß ich nicht, mal sehen, mit was er übrig bleibt. Ich ziehe auch noch einen mit. Genau, so. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir machen uns jetzt hier fertig und dann geht's los. Wir sind jetzt hier am Militärgelände vorbeigelaufen. Ich habe da ein paar Fotos geschossen und die werde ich hier oben in den Teilabschnitt mit einfügen. Die waren nämlich gerade bei Schießübungen und sind zum Teil auch erst abgesessen von den Fahrzeugen und aufs Gelände gelaufen. Jetzt laufen wir hier außen rum und hier geht es jetzt rein zu unserem Weg. Und hier sitzt ein Ristis, guckt mal, ein Ristis großer Pilz. Der ist aber leider schon angeknabbert und wahrscheinlich auch nicht essbar. Keine Ahnung, was das jetzt für einer war. Hier neben stehen jetzt auch nochmal Gebäude und diese Pfähle hier sagen, dass man hier nicht drüber darf, weil das halt militärisches Gelände ist. Und das geht hier immer entlang des Militärgeländes. Hier stehen Baracken und Sitzplätze davor. Also die sind hier richtig am Üben. Und ich fand das jetzt echt spannend, weil das alles junge Männer waren und ich glaube eine Frau habe ich gesehen. Also das war so ein ganzer Schwung. Die kamen mit den, in Anführungszeichen, Militärfahrzeugen, was waren das so, Benz, Mercedes-Benz, Vans. Da saß immer zwei Stück vorne drin und hinten war so ein Kastenwagen, der war zu. Ich weiß nicht, ob da auch welche drin waren. Ich nehme es an, denn von der Menge her, die dahinter gelaufen ist, waren da nicht nur zwei Stück in jedem Fahrzeug, weil das waren ungefähr 6 Fahrzeuge. Und das waren weit mehr als 12 Personen. Ja, so ist das hier, ne? Finde ich jetzt schon mal spannend und interessant, sowas mal hier gesehen zu haben. Und man hört die auch immer mal wieder schießen. Und ja, die waren mit ihrer Grundausrüstung bepackt. Und hatten ihre, ich weiß nicht, also MG war es glaube ich keine, aber die hatten ihre, ich weiß nicht, was es war, ich kenne mich da nicht aus, mit denen Waffe hatten sie geschultert und sind dann aufs Gelände gelaufen. Da vorne steht wieder so ein Riesenpilz. Die Mandy guckt schon, verhungert ist sie. Was hast du denn da gefunden, Schönes? Das ist eine Marone. Ich wollte gerade sagen, die ist schon so groß, ja. Ich würde die nicht mehr essen. Nee, nee. Die ist schon nichts mehr. Aber. Ja, aber das ist eine Marone, ja. Was daneben? Irgendwas anderes. Das ist ein was? Da laufen wir nicht mehr weiter. Was ist das? Den können wir Pantherpilz. Ein Pantherpilz? Ich gerne verwechselt mit dem Schwimmpilz. Oh ja, okay. Ja, da stehen noch mehr, ne? Mhm. Na da. Also, hier gibt es auch Pilze. Hier gibt es auch ziemlich viele Früchte. Ah, jetzt hört er auch die Schüsse.
auch wieder. Naja, der ist, naja, der ist auch noch nichts mehr. Die sind schon zu groß. Ja. Also verhungern tun wir nicht. Nee, verhungern tun wir nicht. Ja. Also Mandy sagt jetzt gerade, ich zeige euch den mal hier in absoluter Neu und Frische. Und zwar das hier, der da, ist ein Pantherpilz. Und der ist absolut giftig, sagt sie. Und ja, und ich vertraue ihrem Urteil. Die kennt sich da aus. Alles klar, ihr Lieben, jetzt geht's weiter. So ein wunderschönen Kiefernwald gelaufen und da gab es so das ein oder andere Häuschen, was da versteckt im Wald stand. Auf der rechten Seite war ja nach wie vor, also rechte Hand waren dieses Truppenübungsgelände, und jetzt laufen wir hier so durch die Dünen und sind auf dem Weg schon wieder an die Ostsee. Guckt mal, man sieht sie schon wieder, und das war so das Waldgebiet, wo wir durchgelaufen sind, von da hinten kommend. Und jetzt laufen wir hier ein Stück am Strand entlang. Und ja, das sieht so schön aus. Und das riecht auch wieder so gut. Ah. Da hinten gab es dann irgendwo in der Nähe von dem Truppenübungsplatz, gab es einen tollen Sitzplatz. Da haben wir jetzt erstmal Frühstück gemacht. Wir haben jetzt 11 Uhr gleich. Und jetzt geht es hier oberhalb der Küste entlang. Leute, das ist wunderschön. Mandy läuft schon da vorne. Und so schaut das jetzt hier aus. Da laufen wir lang. Oh, und theoretisch und praktisch könnten wir unten baden gehen. Das werden wir aber auch noch machen. Riecht ihr es auch, wie das duftet? Hört ihr die Wellen? Hört ihr den Wind? Hinter mir seht ihr diesen Single Trail, und das ist genau mein Element, Single Trails. Das ist einfach hier wunderschön durch diesen Wald zu laufen, der sehr kühl ist. Dann wechselt es hier ab mit so Dünen, ja, so eine Art Dünenlandschaft, und immer in diesen Single Trails. Und das hier ist unser Pfeil, der uns lotst, wohin wir müssen. This is the way. Ja, da vorne läuft die Mandy, die geht meistens voran. Weil die war schon mal hier. Und aber den Weg hier bist du jetzt noch nicht gelaufen, gell, Mandy? Nee, also das ist jetzt auch erstmal jungfräuliches Land für sie. Also sind wir hier gleich beide auf dem gleichen Stand und erfreuen uns der schönen Natur und den tollen Düften und Gerüchen. Weil hier riecht es überall auch nach Heidelbeeren. Und es gab Brombeeren, Schlehen. Was gab es noch außer Schlehe? Mirabelle, ja, Brombeere habe ich schon aufgezählt, aber Mirabelle hat mir gefehlt. Mirabelle gab es dann auch schon. Also kann man sich hier auch mit Obst versorgen. Was jetzt hier auch ganz typisch ist,
dass mir über hier solche Grundstücke läuft, die eingezäunt sind. Und dann hast du hier Schafe. Und ich finde, wenn man hier so runterschaut, das ist wunderschön. Da hinten hier geht ein Bach durch. Da hinten ist ein kleiner Teich. Und hier kommen die Schafe an. Ja. Wir müssen sogar über die Brücke, oder was? Mhm. Ja. Hallo, Tür war offen, ne? Ja. Wo geht's denn hin? Könnte man ja mal gucken, ob man da vielleicht raus kann und entwischen. Also Schafe geht ja noch, ne? Aber was ich so gar nicht mal mag, wären Kühe. Und schon gar keine Kühe mit Hörnern. Oh, guckt es euch mal an hier. Schön. Da ist alles voll mit Schafis. Nee. Also die haben es hier schön, richtig schön. Ja, da sieht man mal wieder, das ist ein Fluchttier. Springt direkt zur Seite. Boah, guckt mal. Boah, das ist gar nicht mal ein See, das ist hier ein Flussarm von irgendwie was. Oder ist das ein See? Ein länglicher See. Wow, hier kannst du auch wieder bis auf den Grund schauen. Aber das Wasser ist irgendwie bräunlich und hat was von so, wie so Torf, so Torfwasser, so. Ja. Ist tatsächlich ein länglicher See. Hier geht's lang. Da kommen sie noch mehr Schafe. Thank you.